Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von Lost in Random. Wir haben Dicey dabei und ich glaube, es geht auch direkt ans Eingemachte, wenn wir jetzt hier reinrennen. Ja, hab ich doch gedacht. Sah schon von Weitem so aus. So. Achso, nur einer, okay. Hä? Warum kann ich nicht durch zu ihm? Okay. Konnte ich nicht durch beamen. Warum auch immer. Dann machen wir halt das Blinzeln jetzt einmal. Schon billiger machen. Oh, heilen können wir uns ja auch ruhig, ne? So. Wo ist er? Da. Das ist irgendwie kommt mir sofort, verstärkt es die anderen. Aber könnte ja gar nicht sein eigentlich. So. Ah, ich komme nicht. Wieso komme ich da nicht durch? Das geht nicht. Na, jetzt aber. Alter. Okay. Wir müssen einen Würfel würfeln. So. Warte mal. Vielleicht doch besser die Lanze zu nehmen. Der letzte. Hab mich gerade gewundert. 150 Münzen Belohnung, sehr gut. Aber hat mich gerade gewundert, warum das nicht funktionierte, wie ich mir das gedacht habe. Nun gut, ich konnte irgendwie nicht dadurch blinzeln. Das war irgendwie verrückt. Ging ja sonst auch immer. Weil die vielleicht so geflackert haben. The town is bustling with life. Kartenmacherstraße. Even at this late hour, perhaps the townspeople would have something interesting to share. Fragen wir, reden wir mit ihm hier. Kann ich mit ihm reden? Warum nicht? Jetzt kann man reden, okay. Du hast Fragen zu diesem Ort? Nicht wirklich. Du bist neu. Ich werde dir etwas sagen, was ihr in Einsfeldern nicht lernt. Wir stellen hier die wundersamsten Karten her. Heute nennen sich Leute nur noch an den Würfel, weil es nur den einen gibt. Mal abgesehen von den gefährlichen und törichten Kostümen deines Begleiters. Aber die Karten waren ebenso wichtig. Mit den richtigen Karten konntest du dein Schicksal ändern, das Schicksal eines ganzen Königreiches. Die Karten gaben den Würfeln ihre Macht. Man brauchte natürlich die Punkte, aber auch wirklich mächtige Karten. Solche Karten stellen wir nicht mehr her. Was stellt ihr her? Das weißt du nicht. Du wirst es früh genug herausfinden. Ich sage besser nichts mehr. Die Königin ist überall. Okay. Na, netter Gesprächspartner. Geh erstmal rum hier so ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir hier oben irgendwas finden. Der Visionär. Komm und finde mich, sagt sie. Das klingt familiar somehow. I must have dreamt it. Had she though? Well, it was impossible for me to confirm, since we narrators never got to see what's going on inside our characters' dreams. Third person, omniscient narrator, my eye. So. Hier gibt es keine Touristen. Erzähl mir etwas Interessantes über 5 Tropolis.
Sehe ich aus wie ein Stadtführer? Das war ich nämlich früher, vor langer Zeit. Ich wusste Dinge, jetzt bin ich nicht mehr so sicher, aber ich kann dir erzählen, wie ich hier gelandet bin. Die 5 Kartmacher stellten hier einst wunderschöne Objekte her, mächtige Gegenstände. Jetzt erledigen sie die Drecksarbeit für die Königin und kommen nie aus ihren Werkstätten. Und die ganze Stadt spiegelt das ihren Verfall wider. Es gibt keine Schönheit mehr, keine Magie, nur Schmutz und Bedauern. Was machst du diese Tage hier? Hey, lustig, geh einfach weiter und halt die Augen auf. Zu sehen, wie etwas Großartiges zu etwas Schrecklichem wird, kann einen ganz schön mitnehmen. Du verlierst Dinge, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie hattest. Du verlierst immer mehr und eines Tages sitzt du auf der Straße und sprichst mit Fremden, nur um mal wieder eine Stimme zu hören, die du noch nicht kennst. Keine Sorge, ich werde die Königin aufhalten. Das glaubst du wahrscheinlich wirklich. Auf Nimmerwiedersehen, Kleine. Okay. Ist hier oben irgendwas? Kann ich da hoch? Oh, was soll hier oben, ist die Frage. Müssen wir runtergehen? Was steht denn hier auf dem Schild? Untere Ebene, Ebene 1, Visionär. Ah, okay. Wir gehen da mal hin. Wir gehen einmal hier zu Manny, obwohl wir können auch an ihn vorbei. Hier noch. Nur reden wir mit denen mal. Kann ich helfen? I don't know. Can you tell this lady here to shut up? Yeah, but the real way to help is to tell this guy here to shut. And I cannot stress this enough. Up! Who are you anyway? Jemand, der helfen kann. Ah, so she's come to join my side. What you need to know is that there's 2 groups of people here in 5 Propolis. The mystics. Who spend all their time reminiscing about the past. We don't reminisce. We sense hidden energies that can help people. And then there's the workers who actually build things and keep this factory running. We mystics work in the factory too. Everyone works in the factory. Ihr streitet also rum, wer besser ist? Exactly. But forget about that. Listen. You're an impartial third party, so tell us who's right. Are the mystics, the original workers of 5 Propolis, the ones who are the best, who do all they can to keep the unseen world in balance, even as they also toil here in the seen world? Or is it the workers, like myself, the honest laborers of 5 Propolis, who do an honest day's work without preaching about superstitions and mystic energies and whatnot? Es gibt nichts Besseres als Magie. Ich benutze sie, um Dinge zu zerstören. Ich bin auf der Seite der Mystiker. Es gibt mehr im Leben. Meine Eltern haben ihr Zuhause nicht mehr Magie erbaut, sondern harte Arbeit. Magie und harte Arbeit ist mir egal, werf eine Münze. What? What? Imagine thinking mysticism doesn't matter. Imagine not caring about the workers. Get out of here. You and your incorrect opinions. You just leave us alone. Okay, das war wahrscheinlich nicht richtig. Naja. Aus dem Körper weggehen hier. So. Geht's denn noch hier längs, ne? Einmal zu Manny. So, Manny, müssen wir noch ein bisschen was kaufen, weil ich irgendwelche Karten hier noch nicht hab. Doppelt oder nichts finde ich schon gruselig. Nehmen wir trotzdem mal mit. Wir können auch gleich mal unsere Würfelkarten noch ein bisschen sortieren. So. Machen wir gleich. Okay. Wir reden auch so ein bisschen viel, die kleinen Menschen hier, aber... Oh. Ah, der hat einen Schutz. Okay. Auf jeden Fall.
ihre Lanze erstmal. Ja, so, der ist weg. Oh. Weg hier! Okay, ist tot. Dann werden die Kämpfe ein bisschen einfacher, so finde ich, ne? Aber der Hammer ist gut. Den nehmen wir mal, den Hammer. Oh. Ah Mist, man kann da nicht. Ich kann immer nur A, warte mal. Ja, das, ich kann ihn so nicht umbringen. Ich kann ihn nur umbringen. Nein! Ist ja blöd. Oh, jetzt habe ich noch getroffen. Ja, warte mal. So, wir können auf jeden Fall einmal Leben nehmen. Kristallfluch. Gift. Töten. Perfekt. So gehen wir noch drauf. Wieder ein paar Münzen bekommen. Nicht schlecht. Ich kann echt nicht da runter. Das ist ein bisschen blöd, dass man nicht hüpfen kann. Aber so können sie natürlich die Wege ganz gut vorgeben. Okay, da ist der Visionär. I am the Visionary. Woher kennen Sie meinen Namen? Time is never so linear. You told it to me once in a future long past. Hä? Huh? I have watched you for a very long time, and I knew you would come here to me. This all seemed a bit unlikely to even. Maybe this strange, floaty person was lying. I mean, probably he was. Please, you're not the only one who can see things even can't. Wem sprechen Sie, Visionär? Never mind, even. I should not have addressed him. Time is short, so I will be uncharistically direct. I am one of the sacred card makers. There were five of us once. There are five still now. We used to make every type of card imaginable. Together, we cared for this part of Random, this Five-Tropolis, until the Queen banned all dice, and with them the unleashing of creativity. Now, we are bound to do the Queen's bidding. With your dice, you have the power to defeat the Queen and set things right. The rules that have strangled Random for years must be erased, and true randomness must return. But the future moves, changes. You are a crisis, even, and an opportunity for both sides. I cannot see clearly through the rug weave, but I can tell you this. In order to defeat the Queen, you need a very special card. Okay.
Find the other card makers, free them, and we will unite to make you a card that will shake the foundations of Sixtopia. We will make for you your dream card. Okay. Das klingt ja schon mal ganz gut. Follow my vision to the second of the card makers, the painter. And take this. Was da denn? Might come in handy. This is are you sure you don't need this? A visionary does not need mere eyes to see more. Now go. I have interfered enough. Right. Na gut. Fünf nehmen wir Schach, nehmen wir da hin. Okay. Guck mal hier, gehen wir erstmal hier hin. Befreie die Malerin, das versuchen wir jetzt mal. Also fünf von denen müssen wir befreien, beziehungsweise vier sind es ja noch dann, ne? Wenn er der fünfte ist. Visionary seemed credible. Well, even incredible. And yes, maybe he could see things that he shouldn't be able to. And yes, that was alarming. But even knew the difference between novelty and fear. She pushed on towards the painter. Okay, pass auf. Guck mal, welche. Wir nehmen mal hier. Können wir mit? Und die Dörfer einfach immer. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. War das hier hoch? Ich sag, wieder der Geist. Ja, da ist es auch. Okay. Hä? Hey? Gut, gucken wir uns mal die Malerin an. Ach, guck mal, da hängt an den Karten. Ach, guck mal, wie witzig. Erinnert mich an die Türen von Monster AG. Die Traumtüren. Had set foot in five Tropolis. Here, in the magical heart of Random, is where the cards used to shape the very face of the world were made. But it had long since decayed into little more than a cold and dreary factory. Used for purposes far less enchanting. Das nochmal Manny. Okay. Ich habe gesehen, dass wir hier nochmal rausgehen können, kurz. Ich habe ein bisschen Kohle gesehen, da war ich verkehrt. I've got a card up my sleeve, in my chest, up my nose, up my... Ah, ich kann nicht, ich habe nicht so viel Kohle, Manny, tut mir leid. Gehen wir erstmal hier weiter. Hier sieht es aus wie eine Falle. Kann ich da reingucken? Komm ich da durch? Nee, komm ich natürlich nicht durch. Also, es sieht definitiv aus wie eine Falle hier, aber... Ach. Okay, muss was tun? Fünf ist doch gut. Wir haben nicht so viele Sachen, aber pass auf. Den und den bewahren wir uns auf. Und kann ich gleichzeitig die Lanze auch benutzen? Ja, okay, gut. Das ist gut, die können wir damit irgendwie besiegen. Ich muss ganz kurz würfeln. Ich will eigentlich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas bekommen kann. Das war das Ausweichen-Ding. Ja,
Okay. Fairer Kampf, würde ich sagen. Also für mich. So, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir hier mal hin, ne? Da fliegen ganz viele Karten wieder durch die Gegend. Was steht denn da? Ebene 2, die heilige Kleberei. Das reimt sich sogar. Ebene 2, die heilige Kleberei. I'm busy. Ist das die Malerin? Ja. Aber der Visionär schickt mich. And I'm the king of freedom. Now leave me alone. I'm busy. Always busy. If just causes were all it took to win, we wouldn't be stuck here, kid. No scram. Wir können die Könige nicht gewinnen lassen. Listen well, because I'm only going to say this once. We can't win. You know why? Because the queen has already won. That means we lose, kid. We lost, and we lose, and we keep losing until she decides she's tired of winning, which is never. Oh, I've seen your coin before, convinced that you're different. Sie hat den Würfel noch nicht gesehen, oder? And that if you could just reach her, you'll fix it all. Heck, I've even helped. You know what happens? You lose, hard. And I'm still trapped here, forced to paint mad inventions for the queen instead of the magical cards I used to love. All that changes is that you die a little sooner than otherwise, and my heart breaks a little more. And I'm tired of it. So no, I'm not helping you. Now, if you please, scram! Komm schon, Dicey. Wir gehen hier raus. Ich sag Dicey, das heißt, dreht sich gleich um. Pass auf. Oder? Dicey? Oh my, where did you find that? This changes everything. A moment, love. Oh, sie ist ganz gut, würde ich sagen. There, perfection. Danke. For what? Me painting your dream card? Least I could do, child. Frankly, it was a joy to paint something other than a dreadful robot for once. Oh, there'll be heck to pay once Ach, das the queen zur Karte, finds out. Okay. You're going to reach her before that happens, won't you? Darauf kannst du alle den hübschen Farbeimer wetten. Ah, lovely. Your dream card, it's now off to the gluer. He's next in line. Der Kleber? An old colleague and a card maker. Perhaps the most important of all. Is there anything else you'd like to know, love? Ja, nicht. Ich glaube, mehr Fragen habe ich. Erzählen Sie mir, dass wir gerade... Sie haben wirklich meine Traumkarte gemalt? I did. And it was a joy, love. Thank you. You've reminded me of how it feels to be me. I haven't felt like me for quite a long time. I think I'm gonna chase that feeling. If you fail, the queen will already be coming for my head after all. So I might as well enjoy the time I have left. Was kann meine Traumkarte? You know, the visionary would know. But he's not the kiss and tell type. The rule master, perhaps, could tell you. As for me, I just care about the painting, love. Okay. Kommen Sie mit, schließen Sie sich mir an. I'm just a painter, love. I do my best work with a canvas and brush. And you've already gotten my best work in years. But I'll meet you when you need me most. And I'll add a few finishing touches to your dream card. Super. Mehr Fragen habe ich nicht. Then go, Lev. The gluer waits. Aber wo ist der Kleber? Ich frage, wo ich den finde, ne? Und da sind wir runtergekommen. Können wir hier hochgehen? Oder sind wir von hier gekommen? The painter had done all she could. Now, Evan was off to the gluer, who, and I'm going to go out on a limb here, might be in a sticky situation himself. Guck mal hier. Kann Dyson uns mal ein paar Münzen rausholen? So, hier ist es nicht. Kann ich rausgehen? Ja, ne? Okay. Even found herself moving ever closer to the darkened heart of Five Troubles. Wherever the gluer was, he was. Hey, hey! I'm trying to tell a story here! Hey, hey! What are you
Wer ist das? Was passiert mit ihm? Ist die Frage. I don't know, Dicey. I just suddenly felt weirdly alone. In a way I can't explain. If that makes sense. Okay. I'm lucky I have you. The little girl's story took a much darker turn. Oh. Ugh. I feel like someone just walked over my grave. I've got a bad feeling, Dicey. Soll der Ton so haken können mit dem Spiel? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber naja. Okay, die Kleberei. Gucken wir mal. Ab zur Kleberei. Zum Kleberei. I don't know what it is, Dicey. I just feel odd. Tired all of a sudden. Schon Ludwig, jetzt hat sie den Erzähler rausgeworfen. Das ist witzig gemacht. Fielen wir nicht weiter? Nicht mehr weiter. Da ist Manny. Kommen wir an Manny vorbei. I won't give up. I won't give up. So. Brauchen wir aber alle Karten, auf die wir finden können. Wir müssen nachher mal die Karten sortieren. Ich weiß, das sage ich die ganze Zeit. Aber im Moment fahre ich ja ganz gut mit den Karten, die ich habe. Also finde ich. Ebene 2, die heilige Kleberei. Okay. The view was as beautiful as it was hopeless. And it underlined the one universal truth. Even could never defeat the queen. She'd sooner topple a mountain with her breath than succeed. The card makers had given her a hopeless task. And the fool's Sisyphean efforts, full of sound and fury, okay, hier unten wird ein Kampf stattfinden. Ich würde sagen, den machen wir noch und dann machen wir Schluss. Los geht's. Oh, das ist ein besonderer Kampf, glaube ich. Gegen diesen Hain hier. Der Schatten der Königin. Even knew the fight was doomed. She should just give up and die right now. I know, Dicey. I know. I won't give up. I promise. So. Wir müssen den Amy killen. Ah! Sie kann auch im Schatten kommen, okay. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Aber wir können auch das hier zum Schatten. Kannst du auch? Bam! Even hated herself for fighting back. Almost as much as everyone else hated her too. Ding einsammeln hier. Und Wurf. Weg hier. Dann wollen wir mal gucken, ob sie den Hammer ab kann.
Okay, dann laden wir den Hammer nochmal auf. Ah nein. Kurz erkennen. Oh Mist. Oh, wir brauchen ein bisschen Leben, glaube ich. Der letzte. Der Schatten war jetzt nicht so anstrengend, muss ich zugeben. Ging ja auch, war relativ sanft, der Gute. Da geht's auch noch hoch. Nein, da kommen wir nicht hoch, okay. Wie geht's raus? Schattenkönigin, kann ich mal. So. Da steht jemand, da geht's weiter. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fand es interessant und seid beim nächsten Mal dabei. Ansonsten, schönen Abend oder schönen Tag, beziehungsweise nicht Abend, ist ja noch hell. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.